Kann ich mir für 20 Dollar ein Ticket kaufen? Oder soll ich mir vielleicht in der Zeitung könnte eins sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie viel kostet denn eins? Bei Ticket? Okay, ich dachte, wir können es kaufen. Ich weiß nicht mehr, wo wir eins kriegen. Aber er hat ja gesagt, es gibt vielleicht kostenlose Tickets in der Zeitung. Also eventuell würde ich da vielleicht mal gucken. Ich gehe mal etwas schneller. So. Hier können wir nicht mit dem Taxi mal eben Location wechseln wie in Larry 1. Ich vermisse das so ein bisschen. Da kann man schneller von Location zu Location. Jetzt muss man immer sehr lange Wege in Kauf nehmen, um durch die ganzen Dinger zu laufen. Und vor allen Dingen jetzt erstmal natürlich, um im Dschungel erstmal wieder zu finden, wo das war mit der Zeitung. Ich merke mir das nie, weil ich nebenbei auch noch quatsche. Kann ich mir viel weniger Dinge merken als du, wenn du nur zuschaust. Ich muss mich auch auf Moderation konzentrieren, deswegen macht es das immer so ein bisschen schwierig. Ich hoffe, es war hier irgendwo. Ich weiß nur nicht, das untere vielleicht. Ja, sehr gut. Take Newspaper. So, look in Newspaper. Advertisement. Take Advertisement. Take Coupon. Coupon. Take Coupon. Take Ad. Well, add this. Ach, willst du mich verarschen? Ich kann die Zeitung aber auch nicht mitnehmen. No playing. Aber wie nehme ich die denn? Wie nehme ich den jetzt mit? Okay, hier kann ich auch nicht klicken. Ich wollte gerade gucken, ob ich klicken kann. Wo kriege ich denn? Ne, Coupon kennt er ja gar nicht. Der hat doch gesagt, wir kriegen das aus einer Zeitung, dass da eventuell diese Dingens da liegen, mit drin liegen würden. Ein Ticket kaufen kann ich auch nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wo. Wo kriege ich jetzt ein Ticket fürs Casino her, verdammte Axt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Verdammte Axt. Nein, da will ich nicht mehr hin. Bei Maitre kann ich das nicht kaufen, sonst gab es im Casino auch sonst niemanden. Oh, Tony ist weg. There's no time. Look at girl. It's just as it appears. Hm. Was auch immer das war, mitnehmen kann man es, glaube ich, nicht. Aber ansonsten... Beautiful son of a beach. Es ist so doof. Something moving in the sand. Ah ja, jetzt wissen wir auch, was es ist. Look at sand. How interesting. Hundreds of tiny sand crabs are running about all over the sand of beautiful son of a beach. Die Sandkrabben haben wir ja kennengelernt. Können wir vielleicht... Oh ja, können wir vielleicht das Handtuch mitnehmen? Okay, das geht. Ja, cool. Gut, das geht. Beach Towel. Wet people enjoy rubbing these all over their naked bodies. Jawohl, es ist wahr. Was wir damit machen können, das weiß ich allerdings nicht mehr genau. Und das Viech hier oben. Look at Lurch. Ja, alles klar. Okay. Gut, was wir damit machen können, ich habe keine Ahnung. Aber wir sind immer noch keinen Schritt weiter. Wir haben jetzt ein Handtuch. In diesem Newspaper kriegen wir das nicht. Können wir vielleicht eventuell den Maitre D, bei dem waren wir gerade Maitre D, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich glaube, aus der Zeitung kriegen wir es auch nicht. Ich komme aber auch nicht mehr umhin. Ich weiß nicht mehr. Sekunde, ich bin sofort wieder da. Eine Sekunde. Ich schreibe mir ganz kurz die Zeit auf. Ich bin sofort wieder da. So. Okay, Sekunde, Sekunde. Ich bin sofort wieder da. Eine Sekunde, Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade eben
Hört man das im Hintergrund? Ich habe das Originalspiel gerade eben nochmal schnell aus dem Regal geholt. Das ist auch komplett 8 5¼ Zoll Disketten. Ah, die riechen nach Geschichte. So, dazu aber noch 3,5 Zoll Disketten, 4 Stück. So, ich besitze die Version 1003 als Originalspiel. Deswegen, ich wollte mal ganz kurz gucken, Non-Tony Tonight. Mir fiel gerade eben ein, ich glaube, das war das nicht ein Kopierschutz mit diesem Punk Flamingo Disco. Ich bin sofort wieder da. So, All Systems Getting Started, pipapo. Gab es hier drin zufällig? Showpass, es ist das Ticket. Tatsächlich habe ich ein Ticket in der Anleitung für das Spiel. Das ist der Kopierschutz. Das Ticket ist nicht in der Newspaper, sondern Non-Tony Tonight, Your Guide to the Island liegt dem Spiel bei. Deswegen habe ich das auch gar nicht finden können im Spiel. The Comedy Hut, we deliver. This week, The Comedy Hut presents Paul Paul. Live Sunday through Monday nights, don't miss his tasteless display als Paul insults your favorite ethnic groups. Special appearance by Bobalu on drums. Ah, deswegen steht da BB. Disengagement only, no cover, one bottle minimum. Personal, personal, personal. Young, attractive, native girl seeks pudgy, balding, middle-aged man for brief sexual encounter. Reply, Kati. Was? Steht da wirklich Kati? Okay. The family and friend of Dr. Nunuki would like to thank the citizens of Non-Tonit Island for their many condolences and expressions of sympathy during our recent... Okay, der ist wirklich tot. Oh, hier. Amazon, ah, guck mal, die kennen wir auch. Amazon Cannibal Slot Machine Repair Woman seeks bored housewife for meaningful relationship. Reply Bobby. Okay, können wir Kati replyen irgendwie? Hm. So. Ach, guck mal, Island Computer Center. This special this month. Unix, also Eunuchs. Ne, haben wir im zweiten Teil haben wir das programmiert. Larry Leffers Public Domain Operating System. For 80s, 80s, 80s only. Multitasking, Multi-User, Multiply, Mouse-Driven Graphical User Interface. Und hier ist noch Cherry Tart Werbung. Wir spielen gleich weiter. Get 8 pairs of panties for only 1 cent. Was? Panty of the Month, Dingens Club, lalala. Witch Doctor. Yesterday I was a loser on the board. Today I'm a really cool guy. Thanks, Witch Doctor. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall, in der Anleitung. Das mal ganz kurz weg. In der Einladung haben wir einen Showpass. Und wie kann ich das machen? Showticket oder wie funktioniert das Ganze? Oh Mann, die Einladung bleibt nicht offen. Hallo, ich muss die mal irgendwo einklicken. So. Okay. Showticket. Okay. Ah. You say, excuse me. Achso, entschuldigen Sie, Sir, aber ich möchte die heutige Show sehen. Ich habe meine Kopie der Non-Tune Tonight genau hier. Wirklich. Nun, für heute Abend darf ich nur allowed to accept free passes from our ad on page 9. Ah, what is the number on the pass of that page? Seite 9. Ah, ich bin gerade auf Seite 9. Und die Nummer ist, denn ich habe die Anleitung hier. Da, falls man sie nicht hört, hier. Ich habe gerade geblättert. Ah, sie riecht auch nach alter Anleitung. So, 18. Oh, hallo? 18608. Das müsste es sein. Lassen Sie mich gerade durch diese Liste von Pässen und Nummern durchschauen. Very well, sehr gut, Sir, sagte Maître Dain. Sein Ton und seine Manieren ändern sich ganz plötzlich. Aber ich muss wohl einen Fehler gemacht haben. Es sieht so aus, als gäbe es heute keine Sitze mehr für diese Show. Es tut mir so leid, so leid. Aber vielleicht wird sich später, kasching, kasching, eine Möglichkeit ergeben. Okay, Bright Man. Ich hab ein 20. Kündigst du an. Hat jemand Interesse an einem 20? No response, okay. Give... 20 Bucks to man, geht das? Der erkennt wirklich das Wort Bucks, unglaublich. Vielen Dank, Sir. Und, oh, sehen Sie mal, es sieht so aus, als hätte ich wirklich einen wunderschönen Frontsitz gefunden. Erlauben Sie mir, Sie zu Ihrem Sitz zu führen, mein guter Mann. So, wir sind drin, Kopierschutz, oh. Du
ganz schnell formst du deinen Weg durch eine Horde von Männern und Take One so und nimmst einen der letzten verbleibenden Sitze near the rear of the showroom, also von wegen Front Seats. Also kannst du irgendwo hinten sitzen. Tolle Show übrigens. Wow. Ich bin begeistert. Das ist ja wieder Webvideopreis. Was ist denn los hier? Okay, der Webvideopreis ist besser. Oh, jetzt geht's erst richtig los. Die Ankündigungsstimme boomt über die Public Address System. Achso, und jetzt, Ladies and Gentlemen, der Moment, auf den Sie alle gewartet haben, der Star unserer Show, Miss Cherry Tart. Miss Cherry Tart? It's Miss Cherry Tart. Oh. Oh, wow. Evidently, the men in the audience like Cherry's act at the beginning. Sie schmeißen sie komplett mit Kohle zu. Was macht die Frau? Wird die nicht schlecht? Die Arme, die kriegt sie auf dem Kreuz. Mit der Kohle muss sie später den Doktor bezahlen. So. Das war's. Ist sie nicht wundervoll, Ladies and Gentlemen, schreit der Ankündiger. Lassen Sie es hören für Miss Cherry Tart. Ja. Oh, das ist wirklich Applaus. Ich wollte ihn gerade simulieren. That concludes tonight's two-hour spectacle, non-tenut for you. You must clear the auditorium now, as our second show begins shortly. Good seats are still available, so tell your friends. Alles klar, das hier ist das 2-Stunden-Spektakel. Das ist jetzt vorbei, ein bisschen rumgetanze und das war's. Und gleich fängt die andere Show an. He concludes with a tried good night and walks safely on your way home. Okay, das ist natürlich traumhaft. Was für eine Show, Ellery. Zu spät, dass du so spät kamst. Du hast nur die letzte Minute gesehen. Na toll. Toll, hat sich richtig gelohnt für den Zwanni. Was für eine Show, hä, Kumpel? Schlürpt der Maitre D. Und diese Cherry Tart, hm? So, und jetzt? Kann ich jetzt hier klopfen? Knock? Oh, man hört etwas Backstage. Open door. Okay, jetzt will ich... Okay. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh Mann. Oh. Oh warte. Ich traue mich nicht zu speichern. Ich habe Angst. Tja, und Nu 2. Good girl. A beautiful woman is here talking on the telephone. Perhaps you should walk over to her. Ich walke all over her. Ich will die Frau natürlich nicht beim Telefongespräch belästigen, aber irgendwie schon. Wieso kann ich denn nicht genau in ihre Hacken latschen? Ich möchte genau hinter ihr stehen. Ich tue mal so, als würde Larry zu ihr gehören. So. Das geht aber nicht. Aber vielleicht ist sie jetzt offen. Talk to girl. Look at... Aber sie telefoniert doch gerade. Ist doch unhöflich. Hallo, Schöner. Hallo, Schönheit. Ich liebe dein Tanzen, sagte der großartigen Frau in dem Dressing Gown, in dem Abendkleid. Mein Name ist Larry. Larry Leffer. Hallo dich selbst, Larry, antwortete die Bathrobed, die gebademantelte Schönheit. Und sie drehte ihr Gesicht zu. Mein Name ist Cherry Tart. Okay, ich bin ganz ehrlich, die Close-Ups von den Frauen in diesem Spiel gewinnen keinen Pokal. Was hat die denn mit ihrem Mund? Was ist denn passiert? Hat die eine auf die Fresse bekommen?
Look it, girl. Du redest mit Cherry Tart, the headline dancer in the Casino Show, also die Haupttänzerin im Casino-Schauraum. Hallo, ich habe einen Frischen bekommen, sagt sie mit einem Lächeln. Look at Ice. Du starrst ihr tief in ihre Augen. Sie liebt es. Look at Nose. It busily exchanges moisture-laden carbon dioxide for fresh oxygen-rich atmosphere. Warum gucke ich der Frau überhaupt auf die Nase? Warum? So, in other words, she's still breathing, Larry. Okay, sie atmet noch. Das hat Vorteile. Ich bin ganz ehrlich, am liebsten, ja, ich möchte dieses Geheimnis mit euch teilen, am liebsten mag ich meine Frauen atmend. Das ist mir der liebste Typ von Frau. So, look at mouth. You imagine your tongue when... Schon wieder Pearly Whites, okay. Kiss lips. Das war das gleiche wie immer. Okay. Smell hair. You wonder if it smells as good. Du fragst, ob die Haare so gut riechen, wie sie aussehen. Look at hair. Look at her. Look at hair. Okay. Talk to girl. Also, Cherry. Sag mir, was du in deinem Leben so tun möchtest. Ich wünschte, ich könnte raus aus dem Showbusiness. Eine kleine Farm irgendwo im Lande kriegen, wo ich allein sein könnte. Und organisch angebaute Früchte, Obst und Kräuter ziehen könnte. Okay. Wir erben doch bald eine Menge Land, oder? Also, Cherry, ich bin das Gegenteil. Ich habe hunderte von Hektar von Land, die mir bald gehören. Aber ich wäre gern im Showbusiness. Oh, Larry. Du bist so glücklich, wie ich einfach wünschte, ich hätte etwas Land. Okay, vielleicht können wir ja talk about land. Oh. Weißt du, ich habe einiges Land, das ich bald kriegen werde von einer legalen Entwicklung. Ich brauche das Land wirklich nicht. Hättest du gern ein paar Hektar? Möchte ich? Oh, Larry, ich würde alles tun für ein bisschen Land. Alles. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Ich muss mich für die nächste Show vorbereiten. Stehe ich im Weg? Ich habe unser kleines Gespräch wirklich sehr genossen, Larry. Und ich freue mich schon wieder von dir zu hören. Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich muss backstage. Unser Stage Manager. Was? Is such a third foot for a guy with such a sore disposition? What? Okay, tja, und zwei mache ich wieder. When you get the deed to the land, just knock softly on the door over there. I will be waiting near the door till then. Okay, also wir müssen zuerst... das Land kriegen. Oh, Larry. Weint Cherry oder ruft Cherry. Ich kann mich jetzt schon in so ein kleines Land ziehen. Okay, alles klar. Um sie klar zu machen, guck mal, der Maître D ist weg. Um sie klar zu machen, brauchen wir das Land und dafür brauchen wir die Scheidung. Aber wie kriegen wir die Scheidung? Ich meine, klar, wir haben die Anwälte. Vielleicht können wir mit den Anwälten jetzt ja was anfangen. Das ging ja vorher die ganze Zeit nicht. Wie können wir die Scheidung vorantreten? Das ist natürlich die Grand Master-Frage. Und vor allen Dingen, wie kommt man nochmal zu den Anwälten? Kam ich hier hinten in den nächsten Bildschirm? Ja, Gott sei Dank. Und dann da oben ging es zu den Anwälten. Alles klar. Habe ich mir gemerkt. Ich hoffe nur, wir brauchen jetzt nicht irgendwas anderes von unserer Frau, weil da weiß ich absolut nicht mehr, wie ich da rankommen könnte. Ah, okay. So. Talk to man. So, könnte mir jemand helfen? Oh, ja, jemand ist verfügbar. Was genau wollen Sie denn, Sir? Wir haben alle möglichen Anwälte hier. Okay, wir wollen uns natürlich scheiden lassen. Ah,
Entschuldigen Sie, sagen Sie, sagst du und unterbrichst den Typen, der gerade am Tresen arbeitet. Mein Name ist Larry, Larry Leffer. Ich möchte mich gerne scheiden lassen. Könnte mir jemand helfen? Also wir müssen uns wirklich manuell scheiden lassen. In Larry 1 war das noch ein bisschen einfacher oder Larry 2. Hallo, Mr. Leffer. Es ist eine Freude, Sie zu treffen. Ja, wir hier bei Dewey Cheatham and Howe wären sehr stolz, all ihre rechtlichen Fragen zu vertreten. Mr. Dew ist momentan im Gericht. Mr. Howe nimmt gerade Dispositions down at the court. Mrs. Cheatham. Ah, Frau Cheatham ist verfügbar. Go right on in. Her door is just behind me. I'll tell her you're on the way in. Okay. Also, Mrs. Cheatham ist verfügbar.